Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Und zwar, wir spielen hier Croc Legend of the Gobos. Und das am 20.10.2018. Ja, ein Spiel, was ich zur damaligen Zeit, so 1997, gezockt habe auf der PlayStation 1. Und auch eins meiner Kindheitsspiele ist. Und ich habe das echt einfach nur ziemlich gerne mal gespielt. Und ja, ich hatte das nach den beiden Replays von Disney's Hercules und Rayman 1 mir gedacht, dass wir jetzt dieses Spiel hier anfangen. Eine Reihe, was eine sehr kleine Reihe ist, bestehend aus diesem Teil und aus dem zweiten Teil. Und man hat ja im Intro gesehen, dass Baron Dante, unser Erzfeind in diesem Spiel, halt die Gobos entführt hat, verteilt hat, verstreut hat, wie auch immer. Und wir sie halt retten, befreien müssen. Und dazu werde ich auch alle Puzzleteile holen. Alle goldenen Puzzleteile und zumindest auch die Extra-Welt für euch freischalten. Und es wird auch ein sehr langes Projekt werden. Ich lasse mir Zeit. Opa hat einen Tag. Ja, doch, das könnte man so ungefähr anpassen. Und es gibt ja auch Passwörter natürlich. Ja, die ich aber nicht benutzen werde. Man kann ja auch speichern und spielen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch über das Spiel. Lasst einfach einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und natürlich ein Abo wäre ganz gut. Nur als Unterstützung, auch wenn ich das so oft sage, aber irgendwie habe ich so immer schon den Eindruck, dass sich da gar keiner dran hält. Ja. Und ich beginne jetzt hier so mit einer neuen Reihe. Und deswegen, ja, wird das jetzt erstmal mein letztes PS1-Spiel, weil ich nach der PS1 mal vorhabe, mir Nintendo Games vorzunehmen. Auf jeden Fall, genießt dieses Spiel noch, das wird jetzt erstmal das offizielle letzte PS1-Spiel sein diesen Jahres, weil ich dann ansonsten mit der Nintendo-Ära anfangen möchte. Ja, okay, lange genug gelabert, Start Game. Level 1. 3, 2, 1, mal 1. Wir sind Croc, ein Krokodil, was, sagen wir mich an Schneeschnarr Schnappi, das Krokodil erinnert. Was können wir? Laufen, springen, Schwanzschlag, genau, und diesen Stampfer. Wenn man den Stampfer macht und dann nach oben springt, eigentlich. Und es gibt auch im Spiel 6 farbige Edelsteine, die man einsammeln muss, um halt diese Bonustüren zu betreten, zu können, beziehungsweise. Und das ist nicht leicht. Aber ich erkunde einiges, ich mache alles. Ja, dich nehme ich natürlich mit, Kleiner. Na, hier wollte ich hin. Weil ich mir von Croc mal wünsche von der Reihe. Ein Remastered. Naja. Wünsche ich mir schon auf alle Fälle.
das Spiel als PS4 Support machen, das wäre eine gute Idee. Ich denke aber, ich werde für das Spiel wirklich nicht lange benötigen, weil das auch nicht so groß ist. Deswegen, das geht schon. Lichter hoch? Ja, komm. Ne, hier ist er kein farbiger. Ach, Mist. Jedes Level hat seine eigenen Abschnitte, so wie in Rayman 1, und hier ist genau das gleiche. Es ist ja auch ein 3D-Plattformer. Naja. Ist das nicht so schlimm? Wenn man jetzt hier mit dem Schwanz dagegen schlägt, dann ja, hat man automatisch eigentlich das Level beendet. Aber das machen wir nicht. Wir holen erstmal alles. Falls irgendwer das Spiel nicht kennt, kann es auch mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das keiner kennen würde. Das mit. So, jetzt haben wir alles. Weil der zweite Teil ist noch viel, viel komplizierter und nerviger, glaubt mir, Leute. Ich hab den selbst gespielt, so wie diesen hier. Das waren noch Zeiten, so die 90er. Fand ich schon. Wo ist denn der Schlüssel? Ah, hab ich. Hier ist doch noch ein Leben. Ne, hier nicht. Aber ich glaube um den anderen Felsen. Ja, hier ist es. Underground, Overground. Untergrund, Obergrund oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich mag auch den Ladebildschirm von dem Spiel. Gefällt mir gut. Und wenn man diese ganzen Diamanten... Das sind ja keine Edelsteine, eigentlich sind das hier in dem Spiel. Diamanten. Ja. Und hier kann der kleine, süße Croc hochklettern. Das wäre doch aber mal so eine Idee für ein Remaster. Da würde jeder Kiddie nochmal diese alten Flashback-Momente kriegen, wo man dann halt sich an früher erinnert, wie das mal war, dieses Spiel auf der PlayStation 1 zu zocken. Und dann nochmal so mit Trophäen auszustatten, ist doch ganz cool. Und dann könnte ich mir so vorstellen, wie man damit verdienen würde. Für einen Remastered. Da würde man jedem Kind einen Traum erfüllen. Auf dieser Welt. Ja, es ist doch aber so, finde ich ein bisschen. Meine marketingtechnisch wäre es doch cool, dass man das macht. Wenn man das schon mit Crash, mit Spyro tut, vielleicht auch noch, und dann auch noch mit Rayman, und dann noch mit dem hier? Ja, finde ich, hat es schon verdient. Da würde ein zweiter Traum in Erfüllung gehen. Ja. Ist auch definitiv so. Herz hol ich mir.
Gehen wir mal durch die Tür. Ein Ballon. Hui! Pum! Ich glaube, wenn wir 100 Diamanten haben und die dann da abgeben, dann kriegen wir nämlich am Ende des Levels ein Leben. So ist mir das bekannt. Ein Edelstein und er funkelt so klein und fein. Und ja, ich mach keinen 100% Lauf. Nee. Hier gibt's auch keine 100%. Ich zock es so durch. Hol nebenbei natürlich alles. Ich werde auch natürlich auch ein sehr unbekanntes Spiel jetzt playen. Das nennt sich hier Cheesy. Das ist auch ein sehr altes PlayStation 1 Spiel, das glaube ich kein Schwanz kennt und wird auch noch auf diesem Kanal irgendwann folgen. Zumindest hatte ich das geplant. Ja, zumindest hatte ich das mal vor. Auch ein Kindheitsspiel von mir. Ja, ich habe sehr viele PlayStation 1 Klassiker in den 90ern gespielt, die ich kenne. Ja, gibt's einige. So, jetzt machen wir das Level 3. Interessanter Aufbau, aber wir schauen uns das mal an. Holen uns mal den unfarbigen Diamanten. Ja. Aber was ich in dem Spiel nicht mag, ist wirklich die Kamerafahrten. Und auch immer dieses sich drehen. Das finde ich ganz schlimm, auch beim Laufen und Springen. Ganz bescheuert gemacht. Ach, ein Wurm. Ach, und ich habe auch noch nicht erwähnt. Alter, fick dich doch. Nee. Und nicht erwähnt, dass die Diamanten ja auch Energie von uns sind. Also wenn nämlich keine Namen nochmal getroffen werden, dann sind wir weg. Was ist das? Ach, das ist auch cool. Jetzt muss ich erraten, wo der versteckt ist. Ich wette die Mitte. Wenn ich falsch liege, Pech. Ja, Mitte. Mann, bin ich gut. So, den nehme ich noch mit.
Was für eine komische Maus. Zwei davon? Ja, und Baron Dante müssen wir natürlich besiegen. Zettler. Der ja auch noch im zweiten Teil eine wichtige Rolle spielt. Mir ist mir bestens bewusst, dass der da auch eine Rolle spielt, weil... Naja, wir besiegen ihn ja im ersten Teil und im zweiten überlebt das ja. Dass er nur noch aus Haut und Knochen... Ja, was sag ich da? Nicht aus Haut, sondern nur noch aus Knochen oder so. Ja, und das weiß ich noch. Gut, dass ich nicht getroffen wurde. Nehmen wir uns erstmal noch was hier mit. Genau. Schlüssel ist oben. Wir nehmen die Schlüssel mit. Dim, dim, dim. So, für alles. Brauchen nur noch den Goro befreien und dann war's das schon. Einer fehlt noch in diesem Bonusraum. Und nö, nicht das wegdrücken, bitte nicht. Das ist so doof, finde ich. Sollte man das echt mal machen, denn als Trophäe, ja, dass man alle treffen muss, auf einen Schlag. Wäre schon ein bisschen brutal. Ich mag diese Verschwindungseffekte, die sind cool. Es ist zu schnell, fuck! Egal. So, wie es denn im nächsten Part weitergeht, hängt nur davon ab, wie viele Welks ihr da lässt. Ja, wenn ihr mehr da lasst, dann gibt's auch mehr Folgen zu Croc Legend of the Gobos. Auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt erstmal für die 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach eine Bewertung da, eure Meinung und ein Abo. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal denn.